Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Newsflash Nummer 97. Ich halte das Intro kurz und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Flash. Electronic Arts bietet derzeit ein gratis Upgrade auf die Deluxe Edition von Battlefield 1 an, wenn man sich einen Premium Pass zulegt. Das Update auf die Deluxe Edition bietet wiederum folgende Inhalte. Das Rote Baron Pack, zahlreiche Objekte, die durch den berühmten Jagdflieger inspiriert wurden. Das Lawrence von Arabien Pack, Objekte und Waffen, die auf den Abenteuern des Lawrence von Arabien basieren. Drei Fahrzeugskins, Skins für drei der größten Fahrzeuge des Spiels. Fünfmal Battle Packs. Jedes Battle Pack enthält ein herausragendes Waffen- oder Fahrzeugskin. Das sowohl auf PC, PlayStation 4 als auch auf Xbox One geltende Angebot ist zeitlich begrenzt und endet am 15. März. Conan Exiles hat sich in einer Woche mehr als 320.000 Mal verkauft. Die Anzahl der genannten Verkäufe sind Nettoverkäufe, das bedeutet, etwaige Rückerstattungen wurden bereits abgezogen. Das Survival-Abenteuer in der Welt von Conan dem Barbaren ist für Funcom ein voller Erfolg und hat seine Produktionskosten bisher eingespielt. Das Projekt ist betriebswirtschaftlich profitabel, heißt es. Die Entwickler werden weiter an dem Early Access-Titel arbeiten und wollen zunächst sicherstellen, dass die technischen Probleme aus der Welt geschafft werden. Ein neuer offizieller Serverbetreiber wurde bereits gefunden. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen später folgen. Das Rollenspiel Naborion Saga soll Elemente aus Spielbüchern, taktische Kämpfe, Minispiele sowie eine gute Geschichte vereinen und am 21. März auf Steam veröffentlicht werden. In drei Kapiteln begleitet man die Hauptfigur dabei auf ihrem Weg vom Knappen zum Ritter, während sie gegen Vampire, Goblin-ähnliche Wesen und andere Kreaturen kämpft. Zufallskämpfe, Gewölbe und Beute versprechen die Entwickler. Streitlustige Naturen können andere Spieler zum Duell herausfordern. Tatsumi Kimishima, der Präsident von Nintendo, hat in einem Gespräch mit der Time erste Details über den Online-Modus der Nintendo Switch verraten. Der Online-Service für Nintendo Switch wird zwischen 16 € und 25 € im Jahr kosten. Wie teuer genau der Dienst hierzulande sein wird, ist unklar, aber der Service wird wohl deutlich günstiger als bei Sony oder Microsoft ausfallen. Kimishima möchte jedenfalls, dass sie den Kunden einen Service bieten, für den es sich zu zahlen lohnt. Denn die Online-Features würden eine Schlüsselrolle bei der anstehenden Konsole spielen. Abonnenten können online im Multiplayer spielen und erhalten Zugriff auf die Lobby sowie die Voice-Chat-App. Auch ein kostenloses NES- oder Super Nintendo-Spiel mit 9 Online-Funktionen wird pro Monat geboten. Dieses Spiel wird allerdings nur einen Monat kostenlos sein. Wer weiterspielen möchte, muss sich den Titel kaufen. Sowohl die Xbox 360-Version von GTA 4 als auch jene von GTA Episodes from Liberty City sind jetzt auf Xbox One spielbar. Die für die vergangenen Konsolengenerationen veröffentlichten Spiele laufen dank der ständig erweiterten Abwärtskompatibilität der One inzwischen auch auf der aktuellen Hardware. Wer die Spielstände damals in der Cloud gespeichert hat, kann diese weiterhin nutzen. Der Überlebenskampf in Impact Winter wird am 12. April in digitaler Form für PC erscheinen. Vorbesteller der PC-Version erhalten den Soundtrack komponiert von Mitch Murder kostenlos dazu. Später im Laufe des Jahres soll das postapokalyptische Survival-Abenteuer auch digital für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Bei Ubisoft Montreal hat man keine Intention, dem Taktik-Shooter Rainbow Six Siege weitere Spielmodi zu spendieren. Stattdessen will man neben neuen Karten vor allem mit neuen Operator-Klassen für die nötige Abwechslung und Frische sorgen. So will man im zweiten Jahr an der bewährten Formel festhalten und innerhalb von 4 geplanten Updates sowohl 8 zusätzliche Operator als auch 4 weitere Karten vorstellen. Das dänische Indie-Studio Logic Artists hat zusammen mit den Disruptionspartnern Eurovideo und IMGN Pro bekannt gegeben, dass Expeditions Viking am 27. April erscheinen wird. Ursprünglich sollte das historische Taktikrollenspiel Ende März startklar sein. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll dem Kampfsystem, den Animationen und der Balance zugutekommen. So sollen die interessantesten Antagonisten spezielle Fähigkeiten spendiert bekommen. Logic Artists wird in den nächsten Monaten eine finale Closed Beta abhalten. Interessierte Spieler sollen sich für den Newsletter anmelden. Für die PC-Version von The Elder Scrolls Online steht das kostenlose Update 2.7.5 Homestead zur Verfügung. Mit Homestead wird es möglich sein, eigene Häuser zu kaufen und anzupassen. Es können 39 verschiedene Gebäude in der ganzen Spielwelt erworben werden.
Darüber hinaus können Spieler auch mehr als 2000 Möbelstücke und Dekorationsgegenstände mit bestehenden Handwerksfähigkeiten fertigen oder kaufen. Die Häuser werden dabei instanziert sein. Wettrennen um ein Grundstück wird es also nicht geben, da jeder Spieler die Gelegenheit bekommt, seine eigene Version eines Hauses zu erstehen. Ähnlich wie bei Wegschreien können Spieler über die Weltkarte zu ihren Häusern reisen. Andere Spieler können nicht in die eigenen vier Wände einbrechen und Gegenstände stehlen. Ubisoft wird das kostenlose Alaska-Update für Steep 2 Wochen später an den Start bringen. Der neue Termin ist der 24. Februar. In einem Statement heißt es, unsere Teams arbeiten unermüdlich daran, allen Spielern das bestmögliche Spielerlebnis zu ermöglichen. Aus diesem Grunde haben wir uns dazu entschlossen, die Veröffentlichung des kostenlosen Alaska-Updates für PS4, Xbox One und PC auf den 24. Februar zu verschieben. Schwammige Fahrzeugsteuerung, mäßige KI, unglaubwürdige Spielwelt, die zentralen Kritikpunkte stießen auch vielen Spielern der Beta von Ghost Recon Wildlands am vergangenen Wochenende übel auf. Infolgedessen machten viele Spieler ihrem Ärger in diversen Foren, vor allem bei Reddit, Luft und forderten teilweise sogar eine Verschiebung des Titels, um die in ihren Augen enttäuschende Qualität zu steigern. Mittlerweile hat auch Ubisofts Community-Managerin Carrie Bland reagiert und sich im Reddit-Forum unter ihrem Nickname UbiKiba zum überwiegend negativen Feedback der Beta-Tester geäußert. Sie verweist zum einen darauf, dass die Beta nicht die endgültige Qualität des Produkts repräsentiert. Tatsächlich würde das Team immer noch an dem Spiel arbeiten, um Verbesserungen und Optimierungen vorzunehmen. Die Kritiker befürchten allerdings, dass Ubisoft Paris langsam die Zeit ausgeht, da Wildlands bereits am 7. März erscheinen soll. Im Zuge der Präsentation des jüngsten Geschäftsberichts hat Activision Blizzard bekannt gegeben, dass der Nachfolger von Destiny definitiv in diesem Jahr erscheinen soll. Ziel sei es, die Franchise-Reichweite weiter zu erhöhen. Bungie arbeitet zusammen mit den High Moon Studios und Vicarious Visions an Destiny 2. Es wird spekuliert, dass das Spiel ebenfalls für PC erscheinen wird. Außerdem soll das Studio Bungie weitreichende Anreize erhalten haben, um Destiny 2 noch in diesem Jahr an den Start zu bringen. Sollte es nicht klappen, könnte Activision einen großen Anteil an Aktien von Bungie übernehmen, verrieten 2 Insiderquellen. Ob man einen Entwickler allerdings dermaßen unter Druck setzen sollte, wenn man ein fehlerfreies und hochqualitatives Produkt erwartet, ist fragwürdig. Das soll's gewesen sein mit dem Newsflash Nummer 97. Ich hoffe, die News der vergangenen Woche konnte ich euch etwas näher bringen. Ich freue mich auf die nächste Woche, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Rinje hauen, bis zum nächsten Mal.